willkommen bei den Hopfenjüngern. Oh ja, wir sind wieder auf Tour. Wir sind auf dem 9. Trierer Bierfestival. Und ja, neben mir steht Dr. Andreas Knipke, Biersommelier von Kraftbräu. Und ja, entscheidende Hand. Bist du die entscheidende Hand hier? Nein, natürlich nicht. Bei aller Bescheidenheit, die entscheidende Hand ist... sind die Brauer. Also, wie auch immer, von Kraftbräu, Andreas Knipke und 9. Trierer Bierfestival und... 25 Jahre Kraftbräu wird gefeiert. Ja. Ja, was erwarten wir hier, was erwarten die Zuschauer hier? Natürlich die klassische Bierfestival-Atmosphäre, es riecht nach Bierfestival, man hat hier die Holzschnitze, es ist einfach nach Hause kommen jedes Jahr. Das schönste Event, mit das schönste Bierfestival in Deutschland auf jeden Fall. Und ja, 15 Brauereien, mehr als 100 Biere, großartige Biere. Ich habe das ein oder andere durfte schon probieren und kommt auf jeden Fall vorbei. Wenn ihr ein Ticket habt, natürlich sind beide Tage schon ausverkauft. Und, ja. Okay, ja, Stichwort, du hast ein Bier in der Hand, ich noch nicht. Ich werde jetzt mal rüber nach Neunkirchen, also nur gefühlt nach Neunkirchen, zu Bachs gehen. Weil da habe ich gesehen, da gibt es ganz krankes Zeug. Ja, also. Du als großer Pumpkin Ale Fan wirst auf jeden Fall fündig. Also viel Spaß für uns beim Trinken und viel Spaß für euch beim Gucken. Ja. Viel Spaß, ciao. Und wir sind ja hier, um Bier zu trinken und ich habe mir jetzt mal das erste Bier geschnappt. Schaut euch das an. Ja. Das ist doch mal ein hervorragendes erstes Bier von Bachs. Und hier steht auch Julian Bach. Julian, was hast du dabei gedacht? Ja, wir wollten halt auch mal einen Kettelsauer machen, weil es nämlich schon ein interessanter Bierstil ist. Und hast du eine schöne Experimentierfreudigkeit an dem Bier erlebt, quasi mit 100 Kilo Himbeeren, die wir in Mousse, also in Form eines Mousses dazu gegeben haben. 1 Kilo Madagaskar-Vanille drin. Ja, ist schon was Leckeres. Ist auch nicht zu sauer. Und, probieren geht über studieren. Probieren wir, genau. Ja, also auf jeden Fall die Himbeeren springen dir ins Gesicht. Das war unser Plan. Ja, ist cremig, ist erfrischend. Ja, so soll es sein. Auch die Himbeere kommt raus. Ein Kilo Madagaskar-Vanillen ist auch ein Kostenfaktor, ne? Ja, schon teuer. Muss halt sein. Was kostet dann so eine Dose hier? Das ist, glaube ich, die Dose, ne? Genau. Was kostet die dann, wenn die dir so verkauft bei dir? Die Dose war jetzt bei 4,49. 4,49? 4,49 bei dem Materialeinsatz, Knaller, ne? Ja, ist schon ganz gut kalkuliert, glaube ich. Also ein Auftakt nach Maß, aber Bachs macht nicht nur verrückt farbige Kettle Sours. Ich bin auch sehr gespannt, da werde ich aber zu späterer Stunde nochmal kommen. Hier, Pastry Sour. Pastry Stout. Pastry Stout, auch mit Vanille? Auch mit Vanille. Fast gelagert? Nein. Nicht fast gelagert. Da kann ich alles haben. Und, ja, diverse IPAs. Hier steht ein Quake IPA. Und natürlich geht im Saarland auch nicht anders, auch normale Biere, sag ich mal. Ne? Anders, genau. Ja, Melis dabei, einen schönen Ding an den Bock. Ein Jahr gelagert. Den hatte ich mal vor einer gewissen Zeit. Ja. Den werde ich mir auch noch zu Gemüte führen. Also, ein Auftakt nach Maß, sag ich mal. Nicola Weiler, Kraftbrotz, Kreativ, Bierbar. Auch du bist am Start. Und? Wie die letzten Jahre. Nicht nur als Gastronom, als Wirt der Kraftbrotz Kreativbier bei einer Palaststraße in Trier. Nein, du hast jetzt eigene Biere hast du am Start. Jo, wie die letzten Jahre haben wir mit unserer Marke Trefferis diesmal ein Lager rausgehauen. Schlank, ein bisschen malzbetont, getreidig. Und dem Ganzen haben wir dann ein kleines Finish in der Kaltlagerung gegeben mit den Hopfensorten Strasser und Modureka. Aber dezent kalt gehopft, aber gibt eine schöne florale, blumige Note. Bisschen beerig hinten raus. Okay, also wenn du anfängst Lager zu brauen, dann kommt natürlich die Nagelprobe, wenn hier ein Lagerjünger vor dir steht. Also ich werde das jetzt hier live für euch probieren. Nase, schön, ja, auch ein bisschen anders. Schon ein bisschen bärig, ja, aber lecker. Prost, hast du auch im Glas? Ich hab's auch. Ja. Prost, Prost. Zum Wohl. Gut. Danke, danke. Gut, aber schon moderner Einschlag. Ja, ja. Auf jeden Fall. Also aber wir wollen es nicht übertreiben mit der Kalthopfung. Ja.
der Lagerkörper soll ja so ein bisschen durchkommen oder die Lagertriebbarkeit. Die Langstrecke. Die Langstrecke soll Trinkability. Genau, genau. Die Süffigkeit, wie man oldschool sagen würde. Was haben wir noch für Begriffe? Wir haben die alle durchgearbeitet, ne? Ja, Langstrecke, Schüttbier. Schüttbier. Oder wie Dr. Kniff gesagt, kein Trinkwiderstand. Genau. Als ob der in seinem Leben schon mal irgendwo einen Trinkwiderstand. Aber das ist ein anderes Thema. Nee, sehr schön. Nico, vielen Dank dafür. Also, du bist in die Brau gegangen. Wo brauchst du dann? Das haben wir jetzt quasi bei uns in der kleinen Anlage zu Hause gebraut und dann gefinisht. Ach, du hast zu Hause eine Brauanlage schon? Ja, eine kleine 1-Hektar-Anlage. So eine kleine 1-Hektar-Anlage hat er. Aber du bist ja nicht nur Gastronom, du bist auch gelernter Bierbrauer. Richtig. Bist ja auch Meister. Ich bin auch Diplom-Braumeister. Der Meister. Sehr gut. Ja. Vielen Dank dafür. Gerne. Wir werden uns sicher noch weitersehen und wir harren der Dinge, die da kommen. Prost, Prost. Oh ja, es ist schwarz. Es ist schwarz. Also, habe eben schon gesagt, ich höre in meinen Tastings immer wieder, kann ich nicht den ganzen Abend trinken. Aber hier neben mir steht der Mann, der erstaunliche Längen eines Abends mit dem Pöbel Stout verbringen kann, oder? Ja. Du brauchst eigentlich gar nichts anderes mehr, ne? Mein Favorit. Was ist dein Favorit? Was ist das? Hello Darkness, My Old Friend. Das ist doch eine musikalische Anspielung, sozusagen. Kannst du das Ding auf Bier? Also, nehme ich jetzt Simon Garfunkel. Ja, Kollege Daniel Metzler, nicht aus der Brauszene, aber mittlerweile geübter Trinker. Und was trinken wir hier? Lupum. Save the Dates. Also gibt es bei Kraftbräutz Kreativbierbar. Und gut. Sehr zum Empfehlen. Thorsten, möchtest du auch noch was dazu sagen? Daumen hoch. Drinkability Plus. Drinkability Plus. Wir reden über wie viel Prozent? 14. 14%. Dezente 14. Also Kaffee, Schokolade, Datteln. Viel Tiefgang. Tiefgang. Sehr fein. Ja, schön. Aber nur Imperial Stout heute wird schwierig für dich. Ne? So viele sind nicht da. Nee, wird aber auch, einige sind da. Wird auch zu viel des Guten. Wir werden das überwachen, wie du dann im weiteren Verlauf des Abends, ob du immer noch so aussiehst. Brian! Yo! Brian, Nachname? Traut. Brian Traut, ach ja, stimmt, du hast den Den Pfälzer, ja, Pfälzer Nachnamen aus Gerzheim, genau. Den Pfälzer Nachnamen, ja. Aber du bist nicht verwandt mit dem Trump. Nee. Der hat auch einen Pfälzer Nachnamen. Leider nicht, der hat viel Kohle, ne? Also, dann hätte ich eine große Brauerei mit dir verwandt. Also, wir stehen hier bei Bräugier, ja, vielleicht kann man das auch noch zeigen, da hinten. Ah, Bräugier hat einfach ein geiles Logo, muss man sagen. Und ja, also ich habe Bock auf Hopfen. IPAs hast du, ne? Wir haben ein paar dabei heute. Ja. Zwei, drei. Letztes Jahr haben wir mit Code IPA besprochen. Haben wir wieder ein Code IPA, haben auch ein Hazy momentan gemacht. Ach so, ja, hier, guck mal. Sehr Tipp. Letztes Jahr, wer das nochmal nachgucken will, was wir letztes Jahr gearbeitet haben. Aber wenn wir letztes Jahr über Hopfen gesprochen haben, ja, was heißt noch? Du hast noch ein dunkles Weizen. Ja, genau. Also für die dunklen Zeiten haben wir dunkles Weizen. Klassisch perfekt für diese Jahrzeit. Für mich, es schmeckt wie flüssiges Bananenbrot. Flüssiges Bananenbrot ist gekauft. Dann würde ich sagen, wenn ich mein Glas finde, mach mal eine kleine Portion. Dunkles Weizen ist ein schwieriger Stil. Da reicht schon eine kleine Portion. Reicht schon, ja. Da fallen mir aus Anhieb, selbst als Freak, nicht so richtig viele ein, die mich so richtig überzeugen. Also hier sieht man, wenn er dunkel sagt, meint er dunkel. In Bayern fangen dunkle Weizen ja schon an, wenn die nicht ganz weiß sind. Ne? Ja, aber, ist schon, aber hier ist Röstmalz das Thema. Ne? Ja. Viele diese Bananen, Nelken, klassischen Weizen, die Aroma. Das ist das zweite, vielleicht sogar ein drittes Jahr, wir das gemacht haben. Haben das dieses Jahr ein bisschen mehr Schokolade-Richtung machen, ein bisschen weniger röstig und kommt gut an. Oh, sehr, sehr intensiv. Ja. Sehr intensiv. Ja, also schon Banane, würde ich sagen, im Hintergrund. Ja. Die Würze, was der Sommelier eben als Gewürz in der Ecke rausarbeitet, die ist da. Ja, aber auch Schokolade. Schön. Sehr intensives Ding. Ja, vielen Dank dafür. Bräugier, übrigens, wer es noch nicht kennt, Bräugier findet man in... Zweimal in Berlin. Prenzlauer Berg und Ostkreuz. Also, wer sich in Berlin aufhält, unbedingt.
unbedingt der Besuchspflicht. Ja. Und dann sieht man auch dich. Manchmal. Ja, also mit zwei Läden, man weiß nie, wo ich bin. Genau, ne? Aber im Prenzlauer Berg haben wir die Brauerei, 12 Hähne, Ostkreuz bis 20 Hähne und auch Essen. Also schönes Standort. Ja. Und da haben wir dann jetzt nicht drüber gesprochen, aber vielleicht komme ich schon mal wieder, Brian. Sie haben geile IPAs, das kann man nicht anders sagen, muss man so sagen. Das stimmt. Ja, also wir sind genauso stolz auf unsere deutsche Stile, wie Doppelweizen zum Beispiel, außer auf die IPAs. Aber wir wollen eine volle Auswahl haben, dass egal wer da ist in der Gruppe, haben wir mindestens ein Bier, was den schmecken soll. Also vielen Dank, Brian. Vielleicht sehen wir uns später nochmal wieder und Prost. Taisi! Johannes! Christian Teich steht hier neben mir. Hobbybrauer. Hobbybrauer, kann man sagen. Hobbybrauer, ja. Und ihr habt eine geile Sache hier gemacht, die dieses Jahr hier beim Festival ausgeschenkt wird. Ja. Und zwar erklär mal kurz, was machen wir hier? Wir haben uns damals gemeinsam mit dem Hauptbrauer von der Kraftbräu getroffen und haben versucht, gemeinsam ein Ziel zu finden, dass wir einen modernen Bock mit allen Hobbybrauern in einer Bruderschaft-Gemeinschaft brauen. Das hat letztendlich dazu geführt, dass Basti, seines Zeichens der Hauptbrauer von Kraftbräu, die Schüttung von dem einzelnen Bier an uns Hobbybrauer weitergegeben hat. Und wir haben Hopfen und Hefe nach eigenem Gusto beigefügt, sodass jeder ein separates Bier gebraut hat, was letztendlich eine Vielfalt darstellen soll, dass es auch modern wird und dass es halt auch jedem seine eigene Inspiration und seinen eigenen Aufdruck aufgelegt hat. Also, Basti ist der Brauer hier von Kraftbräu. Genau. Bruderschaft, hast du gesagt? Bruderschaft. Ihr firmiert unter Bruderschaft, also die Heimbräuer-Szene. Genau. Jeder hat, wir, und wenn ich das richtig verstanden habe, so wie beim Senatsbock in Hamburg. Sozusagen. Immer derselbe Malzschüttung und jeder hat unterschiedlich ausgebaut. Genau, ja. So, und korrekt. Die gibt es jetzt hier am Hahn. Wir haben 8 Biere am Hahn insgesamt. Wir haben mit 6 Brauern die Chance genutzt, die dann auch die Zeit dazu hatten, für ein Bier zu brauen. Und wir haben letztendlich fast 180 Liter an Bier gebraut, was jetzt hier mit 0,1 ins Glas kommt. Und wir nehmen 2 Euro für das Glas Bier, aber spenden den Reinerlös auch an die Nestwärme e.V., sodass die Sache auch einen guten Zweck hat. Vielleicht hast du sehr subtil erkannt, was bei meinem Glas los ist. Ist leer. Ändern was wir kann so man denn da machen? Was ist denn deine Lieblingsbock-Sache? Ein Doppelbock, ein dunkler Bock, ein Weizenbock oder ein Double Dry IPA? Da ist ja schon mal kein Bock. Deswegen sage ich es. Also wie beim Senatsbock. Da wird, ja. Da wird dann Bock einer, gemacht, aber dann kommt ein IPA. Nee, also einer ist immer nee, wir haben jetzt hier 2 am Hahn. Oder? Nee, wie viel haben wir am Hahn? Wir haben 6 Stück am Hahn, immer. 7 sogar. Haben wir ein Bier von dir am Hahn? Ja, natürlich. Nee, dann trinken wir jetzt mal ein Bier von dir. Was hast du gemacht für eins? Ein Weizenbock mit frischem Spalter. Aber das war jetzt der Hopfenpopper. Moment. Ein Weizenbock mit? Mit frischem Spalterhopfen aus Dr. Meyers Garten. Dr. Meyer. Dr. Meyer. Das bin nicht ich. Das bist nicht du. Hab noch keinen Doktortitel. Das ist der Hopfen. Hier, riecht mal. Ja. Sehr gut, sehr gut. Also, zum Wohl. So sieht er aus, der Bock. Ja, das ist der Bock. Unfiltriert, ja, und? Oh ja. Ja. Also ein Weizenbock. Ein Weizen, klassischer Weizenbock. Ja, zum Wohle, probieren wir mal. Ah, vergesse ich die Kamera richtig zu halten. Ja, ich halt. Oh, schön. Nee, sehr schön. Sehr schön. Danke. Halleluja, hier als Heimbräuer. So einen geilen Weizenbock. Also hier ist alles drin, was du brauchst. Hier ist natürlich sehr viel Banane drin. Aber hier sind auch andere Früchte. Da ist er auch mit Aromahopfen nicht gespart, oder? Na, es geht. Ich habe die Liste neben dir. Da kannst du sehen, was alles drin ist. Also es ist Hüllmellen. Im Stopfhopfen und gebittert wurde er mit Spalter. Ja. Und als Frischhopfen mit auch Spalter. Wie viele Homebrewer sind jetzt hier am Start? 6 Stück. 6 Homebrewer, das ist hier Big World Society. Genau. Vielleicht kann man das mal zeigen. Das ist meine eine. Auch ein sehr geiles Logo. Ja. Wir haben Martin. Martin ist von Schmeitz Nerd Brewing. Was hast du für ein Bier gemacht? Ich komme gleich zu euch. Er kommt gleich, er ist im Verkaufsgespräch. Er hat einen ganz untypischen Bock gemacht, jetzt wie Gaga sagen würde, ein schwieriger Bock, und zwar mit einer Quaikhefe vergoren. Oh, ist ein tolles Bier geworden, es ist wirklich super, es ist ein toller Bock. Und dann noch 4 andere. Und noch 4 andere, ja. Ja, ja. Alle, hätte ich meinen Maischepaddel nicht an den Nagel gehängt. Hättest du besser mal nicht gemacht. Hätte Fahrradkette. Ja, also, Taisi, vielen Dank dafür. Aber, gern und, doch, lass aber wirklich, ein schönes Beispiel. Es ist manchmal nicht gut, manchmal nicht schlecht.
wenn Bier gebraut wird von Leuten, die es gelernt haben. Aber du bist der lebende Beweis, dass es auch anders geht. Dass man sich das durch Autosuggestion, durch Leidenschaft, durch Liebe und durch brutalen Fleiß. Ja, ich heule gleich. Vielen Dank. Frau Gruber! Neben mich sind Frau Gruber. Servus. Na, du siehst gar nicht aus wie Frau Gruber. Steffen von Frau Gruber. Servus. Steffen von Frau Gruber und ja, ihr seid bekannt für, auf jeden Fall schon mal bekannt für eure absoluten Spitzen-IPA, so kann man sagen. Ja? Hazy, hazy, hazy. Das ist New England. Das ist New England, ja. Gelb und Hopfen. Genau. Aber wir Steffen muss zwischendurch noch verkaufen. Okay. Achso, hier. Hier. Aber auch was Saures dabei diesmal. Kommt super gut an, wie du siehst. Ich bin der Dosen schon leer und Frau Ruberlicious haben wir ja früher mit Saft gemacht und wir haben es umgestellt und wir nehmen jetzt nur noch Fruchtpüree und lieben die Leute und hier haben wir Blaubeere, Himbeere und verfeinerte Naschwerke. Also, habt ihr eine Dose oder gibt es auch am Hahn? Haben wir da nur eine Dose, weil wir sind vom Fass ausverkauft, aber ja, von der Dose. Also das war der Hinweis für mich, damit ich weiß, was ich gleich nehme. Aber ich habe gesagt, halt mal die Flasche rein, hier ist gerade krankes Zeug rausgegangen. Genau, wir haben auch ein paar Barrel-Age-Sachen dabei, unseren Frost Giant, gereift in Heaven Hill. Mit Maple Syrup und Blaubeeren und wir haben. Ich muss mein Glas leer machen. Davon will ich und wir haben auch unsere beiden Saisons. Unseren Orange Biss. Gereift in türkisch Lickersfässern. Veredelt mit Orange Zest. Und den Peach Pilot. Was kostet so eine Flasche? Die, 10 Euro. Ja, das ist über 30 Euro. Über 30 Euro? Wäre echt fast 40. Ich werde gleich da ein Schlückchen von probieren. Definitiv, sehr gerne. Ja, aber hauptsächlich, also, oder was macht ihr hauptsächlich? Schon IPAs, oder? IPA ist euer Ding. Genau, IPAs, Double IPAs, Triple IPAs, aber mittlerweile, jetzt ab Oktober, haben wir. Festbier? Haben wir unsere Licious-Serie eingestellt und machen jetzt mehr dunkle Sachen, also Pastry Stouts, Stouts. Genau, wir haben das Blueberry Macaron dabei, wir haben den. Wir haben unsere beiden Freunde, die Jungs, die Rumsniffers am Start. Das ist mit Rumchips veredelt mit Vanille, Haselnuss und Kokosnuss. Einiges zu probieren hier. Sieht fast aus wie wir beide. Und Frau Gruber, alle, die jetzt zuschauen, Frau Gruber, ich habe noch einen Online-Shop. Genau. Sehr gut erhältlich. Ich könnte ja alles kaufen. Wie heißt der Online-Shop? FrauGruber.com. Ach so, nee. Ach so, ja. Okay, ich habe was anderes gehört. Ganz einfach, Frau Gruber, ne? Hinten sieht man es. Genau. Prost! Bier des Abends! Was ist das? Was ist in deinen Augen das Bier des Abends? Da läuft sie weg! Hier! Marv! Sauer IPA! Oder? Sauer IPA von? Kettle Sauer von Bachs. Kettle Sauer von Bachs? Das war dieses Himbeerteil. Ja. Ja, keine Ahnung von was das war. Bier des Abends, Brown Ale Kraftwerk. Dankeschön. Gaga! Johannes! Bier des Abends. Was war dein bestes Bier heute Abend? Bier des Abends ist schwierig. Also wir hatten hinten, da vorne am Eingang, da gab es ja von der... Bruderschaft! Ein paar Bockbiere. Und du wolltest jetzt nicht ein eigenes Bier hier. Nee, die waren durch, die waren alle geil. Ja. Bisschen, hätten noch ein bisschen Lagerzeit gebraucht. Ja? Also wenn ich jetzt mal von meinem persönlichen Bier spreche, ja, dann hätte ich schon ein bisschen Lagerzeit. Okay, ich stelle die Frage einfach. Welches war das beste Bier heute Abend, was nicht aus deinem Paddel kommt? Schwierig. Also ich hab ja gar kein Eis. Oder? Doch, Kraft hat ein Eis. Ich habe ihn auch verpasst. Echt? Ja. Ich hab's verpasst. Ich frage dich morgen noch mal. Nee, pass auf, ich sag mal, heute Abend hat mir am allerbesten geschmeckt. Eine Minute ist zu lang. Da waren ja schon viele dabei. Also sagen wir mal, das spontan würde ich sagen, das Cold IPA von Preugier von Brian, ja. Okay. Also so spontan. Es gibt aber auch andere, also diese Stouts, Lupum, Frau Gruber und so, die waren natürlich auch sensationell geil. Also, da kommt der Nächste hier. Komm, hier, gerade
gerade dabei. Bier des Abends. Bestes Bier heute Abend. Beste Bier des Abends. Schwierig. Es waren so viele geile Bier. Eins, komm. Eins, wo du wirklich sagst. Dann haut mir die Hoden um den Sack. Würde ich sagen, Sisters? Ja. Ja. Okay. Das ist eh krank, der Typ, oder? Manche kranke Bier. Ja. Also, super. Also, welches Bier? Welches Sisters? Komm, hier, die Zeit läuft. Nektar Spezial, glaube ich, heißt es. Das war so ein Triple. Das war ein Barley Wine. Barley Wine! Fast gereift. Trinken wir morgen noch. Also schon ja, es ist hier, ja, sie sind schon weg. Aber fast gereift auf Cognac-Fässer. Oh. Sehr geil. Bestes Spiel des Abends. Sollen wir sagen, wo das ja, ja. Der Helm und Kamba. Kamba Bavaria. Ja, kannst du mal hinfilmen, wenn du jetzt eh schon ein Video machst, kannst du mal drauf zeigen. Oder, ja. Welches Bier von Ihnen? Seins? Saure Luzi. Wo kommt sie hin? Ganz vorne links. Du erzählst doch Quatsch. Oh hier, ja, Kollege. Auch Robin. Robin Weizen. Von Kamba. Ja. Kamba Bavaria. Ja, das war hier bei den Totenhopfen. Bier des Abends. Bier des Abends, ja, ist das helle hier, ne? Von Bavarien, Flucht aus Bayern, ne? Von Bräugier. Ja, ja, geil. Ja, geil, ne? Geil, das war gut, ne? Ja, ne? Sehr gut. Was trinkst du da? Ich hab hier alkoholfreies. Hoppe! Ja. Hoppe, Bräugier. Scheiße. Los, ey. Impfstoffer, was ist denn los, ey? Das sind derben Leute. Guck mal, Stade trinkt den derben Hopfenscheiß von denen. Yeah! Bier Hopfenjünger, okay, alles klar. Bier des Abends. Was? Was war dein Bier des Abends? Ja, auf jeden Fall ein Hopfenjünger, läuft ja. Du machst aber kein Bier von denen. Ja, auf jeden! Was ist los? Welches Bier hat dir heute Abend am besten geschmeckt? Also ich war auf jeden Fall... Den andere. Kamba. Kamba war auf jeden Fall der mega Scheiß. Ja, der andere. Nimm das andere. Der Kamba war da halt auf jeden Fall. Kamba. Ja, Kamba. Fand der ist doch bezahlt. Was gar nicht war. Ja, wer bezahlt? Der ist doch bezahlt. Das Video, ne? Weißt du, was das Ding war? Ich habe hier ein Glas runtergeworfen, habe einen Kronkorken mehr genommen, habe hier auch mal Kamba reingeworfen. Wow. Info an unsere Zuschauer, ich habe zu spät angefangen. So, hier. Bist du der Max? Ja, gut. Bier des Abends. Ja, ich würde fast belaufen hier Schmelzer Brauhaus. Schmelzer Brauhaus? Ja. Helles? Du, helles. Helles. Du bist so ein helles. Du bist so ein helles Typ. Klar. Sehr gut. Hier, die Dame. Warte, ich muss nochmal nachgucken, wo wir als erstes waren. Und ah, du hast die Notizen. Bei Bachs Braumanufaktur. Ja. Bachs Braumanufaktur. Ja. Welches Bier fandst du gut? Das helle. Vielen Dank. Ja. Bier des Abends. Bier des Abends. Was war dein Favorit heute Abend? Ist auf jeden Fall von der Kamba Jagerweiße. Oh, die Jagerweiße. Oh, herrlich. Mm. Sehr gut. Da ging runter. Der junge Mann, was war dein Bier des Abends? Oh, da waren viele. Alle haben mir gut geschmeckt. Alle haben mir gut geschmeckt. Ja. Favorit? Hast du keinen Favorit? Doch, Favorit war. Wie heißt er von Henne? Schmelzer Brauhaus. Helles. Nee, das Dunkle. Dunkle. Schwarzbier. Das Dunkle. Ja, das. Ja. Das war deins. Ist eh schon immer schwer, Leute zu finden. Ne? Hi. Hallo. Favorit war Totenhaupt-Peanut. Roasted Peanut. Das habe ich hier drin und das war das hier oben. Oh. Also irgendwie 10%, 11%, 12%. Sau lecker. Sau lecker. Sau lecker. Da ist was los im Glas. Da ist gar nichts los im Glas. Bier des Abends. Was war dein Favorit? Mein Bier des Abends, definitiv hier von den Brew Sisters. Ja, muss ich sagen. Und zwar das Smoke. Großartig, geil, großartiges Aroma, wenn man einfach ein richtig intensives,
Rauchbier möchte. Geil. Okay, vielen Dank. Ja, was ist denn jetzt? Ah, den habe ich schon mal gehabt, glaube ich, letztes Jahr, ne? Bier des Abends. Was war dein Favorit des Abends? Kamba. Kamba. Welches Bier? Helles. Nee, Pilz. Helles Pilz. Helles Pilz, Weizen, Kölsch. Nee. Helles. Oh mein Gott, du weißt, ich bin betrunken, Junge.